Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind an unserer Lebensmittelzentrale, oder besser gesagt bei unserer Lebensmittelzentrale. Und ja, hehe, die soll noch ein bisschen was tun, denn wir wollen mit den Lebensmitteln ja jetzt noch nach hier hinten, nach Ruppach, da unten. Hier nach Goltschau sind wir schon vorgedrungen, da fährt eh schon gerade ein Zug. Und wir werden uns dann mal noch ein, zwei Mods ansehen. Und was mir auch noch auffiel, ich habe gerade noch den Fahrzeugersatz wieder hergestellt bei neuen Linien. Und guck mal, die Finanzen. Hui, wir hatten doch mal noch 120 Millionen. Ist kaum eine Folge her. Das habe ich mir mal angesehen. Das Problem ist, da wurden Züge ersetzt. Guck mal hier, neue Fahrzeuge, 60 Millionen. Heiliges bisschen. Das ist halt schon ein Problem, wenn da eine Linie ersetzt wird, auf der gerade 5 Züge verkehren, zum Beispiel unsere Kuhsdorf-Weißwasserlinie, ja, dann geht das natürlich jämmerlich ins Geld. Wenn da die ganzen Wagen und alles auch noch dazukommen, dann hat man schnell mal 30, 40 Millionen weg. Ist wohl jetzt passiert. Gut, also von daher kein Grund zur größeren Besorgnis, aber im Auge behalten, ja, zack, ging es gerade wieder runter. Im Auge behalten müssen wir das trotzdem. So, jetzt hier. Wie machen wir das? Eigentlich ganz einfach. Wir benutzen, was wir hier haben und gehen hier weiter. Wir brauchen die Schiene. Ja, nehmen wir auch mal die schnellen. Das muss dann auch ein schneller Güterzug sein, denn das ist eine relativ ordentliche Strecke, würde ich sagen. Wir gehen irgendwo da vorne. Oder sollen wir hier schon? Nee, das wäre zu eng. Aber zum Beispiel, dass wir hier reingehen. Wenn wir das können, hier geht es aufwärts. Müssen wir mal schauen, ob wir da raufkommen. Wo waren wir denn? Hier unten. So, und es gibt nämlich noch ein paar ganz nette Sachen zum Thema Brücken und so weiter, die wir noch machen können. Wie heißen die so? Stützelemente und so weiter. Dann gibt es noch diese Plakate, die möchte ich alle mal noch irgendwo installieren. Aber jetzt machen wir zuerst mal Eisenbahn, Eisenbahn, Eisenbahn! nicht mit 142, nein, wenn es ein schneller Zug werden soll. Ich meine 300, nein, nicht mit Wagen, also Güterwagen, aber irgendwie, ja, dann doch nicht 100. Das sieht hier dann doch wieder nach einer Brücke aus. Wir ziehen das mal nach hier hinten und gucken, was kostet das und wie sieht das aus. Vielleicht mit der hier. Ja, kostet halt wieder. Kostet halt alles. Es ist ein Elend. Kossa Stahlwerk. Jetzt müssen wir... wir lassen es. Oder, wisst ihr was, wir lassen die Brücke mal kurz und jetzt gehen wir doch mal kurz gucken. Was ist denn hier das Problem? Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Okay, Stahl. Stehen die Züge irgendwo? Nee, da oben fährt einer. Sehe ich das richtig? Du kannst eigentlich nicht stehen. Ja, der belädt sich hier gerade. Sollen wir nochmal einen Zug raufsetzen? Einen, der zum Beispiel eben nur Stahl abholt, der sozusagen den direkten Weg macht. Ist dann aber verschenktes Potenzial, denn die fahren ja mehr oder weniger am Erz und an der Kohle vorbei. Das bringt irgendwie auch nichts, das ist keine Idee. Wie viel haben wir denn hier? Wir haben hier schon ordentlich 146 und der kann gerade mal 39 Einheiten abliefern. Vielleicht doch nochmal einen zusätzlichen Zug, aber der kostet halt auch gleich wieder an die 30 Millionen. Was macht denn die Linie? Macht die Minus? Macht die Plus? Macht die... Was macht die? Wir gucken mal. Die macht... Ja, Minus Plus, das hält sich die Waage hier mit 193.000. Das kann dann auch mal ins Plus gehen, sobald der da abgeladen hat. Ja, was tun, sprach Zeus. Doch nochmal einen Zug und die Priorität auf Stahl legen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wenn der natürlich nur 39 Einheiten mitnehmen kann, wenn hier 146 liegen, dann ist das schon nicht so der Hammer. Da kommt der nächste. Wie viel kannst du? Auch 39 wahrscheinlich. 54. Ja, ich würde hier glatt nochmal einen Zug installieren. Oder vorbei, eben. Aber was heißt denn Linienbenutzung? Nein, wir kriegen den Stahl kriegen wir trotzdem. Sieht man hier, irgendwas passiert. Ja, er lädt noch ab. Und er lädt und lädt und lädt. Und... Na. Mach mich nicht kirre. Kriegst du jetzt den Stahl nicht? Nein. Doch. Klappt. Bestens. Schwein gehabt. Aber warum dann Linienbenutzung nein steht, weiß ich halt auch nicht.
Cossa Stahlwerk. Da sind wir gerade, liebes Spiel. Wir kümmern uns gerade darum. Jetzt haben wir hier aber natürlich immer noch 107 Stahleinheiten. Wisst ihr was? Wir machen das, was wir gesagt haben. Aber haben wir hier ein Depot in der Nähe? Dann müssen wir nicht den ganzen Weg hier runterfahren, mehr oder weniger leer. Nee, gut, machen wir anders. Wir kaufen den Zug hier oben. Boah, da stapelt sich doch. Boah, meine Herren. Was ist denn hier los? Uiuiui. Aha. Ach du grüne Neune. Irgendwie, da scheint was nicht ganz zu klappen, sehe ich. Wir kommen vom einen Trubel in den nächsten. Also, wir machen hier mal ein Päuschen. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum wir kein Geld mehr verdienen. Wenn die hier schon eine ganze Folge lang rumstehen und Däumchen drehen. Was haben wir denn hier an Linien? Mal gucken. Die Lok ist eigentlich richtig. Die, was machen die denn hier? Das ist ja, irgendwie die gucken sich an. Du müsstest eigentlich, wenn man es genau nimmt, oh Gott, ja, was müsstest du denn? Das ist eine gute Frage. Wenn man hier die Linie genauer betrachtet, kann ich dazu machen. Moment. Jetzt wird es ganz interessant. Wer hat hier einen Fehler gemacht? Der steht richtig. Der steht eigentlich auch richtig. Der steht eigentlich falsch hier. Der ist falsch. Und blockiert den. Gut, aber wir können im Bahnhof nicht wirklich wenden. Ach, kein Weg elektrisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo? Wo hast du kein Weg elektrisch? Ja, du bist auf dem falschen Gleis. Das ist schon klar. Wir haben hier aber eine Weiche, dachte ich. Lass mich gucken. Nee, haben wir nicht. Aha. Ja, das ist halt dann, wenn dann einer mal falsch ist, kann er nicht mehr rüber. Aber man kann ja nicht so bauen, dass man denen auch noch hilft, wenn sie dann falsch fahren. Man geht ja schon davon aus, dass sie auch richtig fahren. Wenn wir jetzt eine Weiche machen, dann sollte das eigentlich klappen. Ah, hier muss man erstmal eine Weiche hinkriegen. Ja, doch, es geht. Nee, geht doch nicht. Warum geht das denn nicht? Bau nicht möglich? Hallo? Ich möchte eine Weiche haben. Wir brauchen ja eine Weiche, sonst kriegen wir den ja nicht weg. Wenn wir hier unter die Brücke eine machen, dann wird es ganz interessant. Irgendwie, ja, Moment. Das muss doch möglich sein, hier eine Weiche hinzukriegen. Oder war das der Grund, weshalb wir deswegen keine gemacht haben, weil es nicht ging? Ja, aber ist mein, es ist einfach ein Gleis. Das sind zwei Gleise, die hier irgendwie... Haben wir denn eine Weiche im Weg? Hier unter der Brücke? Nö, haben wir nicht. Jetzt geht's. Okay, wenn wir das so machen. Warte auf freie Wege. Wir lassen mal laufen. Jetzt kann er fahren. Okay, der hat sich, ja, aus irgendeinem Grund hat sich der verfranzelt und konnte nicht mehr wenden, weil er dann, ja, er kam nicht mehr auf sein Gleis zurück. Und dann steht dann hier schon der Nächste. Aber jetzt müsste das so klappen. Zumal wir hier ja auch ein Signal haben. Okay, wir machen mal zu, dann sehen wir die schönen Züge wieder mal. Ja, nicht wenn gerade ein Autosave kommt. Das müsste ich mal deaktivieren, das brauchen wir gar nicht. Denn das Spiel läuft perfekt, das ist noch nie abgestürzt. Eigentlich schon schön, so ein Zug. Sag mal, was, hä? Ist der nicht ein bisschen lang? Klebt da noch ein anderer hinten dran? Was ist das denn? Der ist doch nicht so lang. Jetzt ist irgendwas kaputt. Hallo? Kein Wunder, dass das... Das ist der gleiche Zug. Haben wir den in Doppeltraktion? Kann mir mal einer erklären, warum? Habe ich hier den Fahrzeugersatz mit Doppeltraktion gemacht? Das würde einiges erklären. Oh, oh, Moment. Nee, das geht nicht da. Das geht hier. Ist ja schön. Der kann ordentlich Leute transportieren. Nee, das ist ein Zug. Nee, das ist... Wow, okay, der ist in Doppeltraktion. Oh, schnell weg. Okay, alles klar. Das erklärt auch, warum wir hier dermaßen viel Geld für Züge ausgegeben haben. Wenn, oh mein Gott, wenn die halbe Linie da ersetzt haben. Ja, Kollege, du... Ist zwar schön, dass du 330 Leute transportieren kannst, aber du gehst dann doch nochmal ins Depot. Ist das der Einzige, der hier so eine Überlänge hat? Die haben sich gar nicht angeguckt. Da steht der Nächste, der muss auch ins Depot. So, machen wir zu. Depot machen wir dann auf. Die passen nicht in den Bahnhof, die haben sich nicht angeguckt. Die sind ein bisschen lang für diesen Bahnhof. Wow.
Ja, stand das vielleicht sogar mal noch in den Kommentaren. Das ist dann halt ein bisschen das Problem, wenn man so viele Folgen am Stück aufnimmt. Aber ich sage es nochmal, also erstens, es geht halt nicht anders oder nicht wirklich gut von der Zeit her, dass ich das anders löse. Und ich möchte auch gar nicht. Ich spiele so gern, das geht gar nicht. Ich kann nicht einmal wieder aufhören. Ich möchte weiterspielen. Warum stehst du jetzt? Weil hier gar nichts mehr passt. Boah, wie kann man sich denn so einen Bock selber legen? Ja, indem man halt irgendwie, keine Ahnung, wie habe ich das denn gemacht? Zweimal geklickt? Arg! Ein Riesenzug. Heiliges bisschen, wie kriegen wir dich denn jetzt hier von der Schiene, damit du nicht alles blockierst? Eigentlich fahren könnte oder kann er nicht? Warum kann er nicht fahren? Wo haben wir denn hier ein Signal? Hier unten. Da ist eigentlich nichts belegt. Da auch nicht. Nochmal gucken. Der möchte ins Depot. Kein Weg elektrisch. Warte auf freie Wege. Jetzt fährt er wieder. Okay, der hat sich irgendwie völlig verbuggt. Der ist viel. Ja, jetzt geht er. Oh ja, perfekt. Da stehst du. Da stehst du sehr gut. Da guckt er auch relativ blöd. Ich glaube, wir könnten es lösen, wenn wir hier schnell Pause machen. Ihm eine Linie zuweisen und hier in Depot rausgehen. Dass wir hier ein Depot hinbauen. Möglichst nah dorthin, wo er eh schon ist. Geht nicht. Arg. Ich muss da ja irgendwie was reinkriegen. Nee, geht nicht. Bau nicht möglich. Wir müssen es möglichst nah bei ihm haben. Weil der kommt nicht weit. Der fährt dann wieder 3-4 Meter und dann kriegt er wieder irgendwie eine Meldung, dass das nicht geht, was er da tut. Ah, so kommen wir raus. Okay, dann gibt das hier das Depot. Das Notfalldepot. Da nehmen wir Klappma. Hier dich. Falsch rum, einmal drehen. So, jetzt müssen wir dem wieder eine Linie zuweisen. Weil sonst sucht er sich, also das Depot hat er sich ja schon ausgesucht. Linie wäre mal Regio, die hier, die Kuhsdorf-Linie. Dann machen wir Speichern und dann machen wir ab ins Depot. Und dann sollte er dieses Depot hier benutzen. Na, jawohl, bestens. Heieieiei. Gut. Hier hinten sonst soweit alles in Ordnung. Ja, ist natürlich eben. Das wird uns auch eine Stange Geld gekostet haben hier, dass die ganzen Züge warten mussten. So, jetzt kommst du weg. Dann haben wir dich nämlich nochmal hier. Und dann gehst du wieder hier rauf. Kuhsdorf, Hagermarsch. Ne, das war die falsche. Wo war die Orange? Hier unten, Kuhsdorf, Leutenbach. Und jetzt haben wir noch einen Zug im Depot, wenn wir Glück haben. Ja, jetzt ist hier aber ordentlich was los. Das gucken wir uns mal an. Das ist ja schön, wenn so viele Züge fahren. Da hinten bewegt sich's. Ach, ich bin froh, wenn sich's bewegt. Ja, cool. So, gefällt's mir schon wieder viel besser wie vorhin. Ich dachte echt, die gucken sich an. Nein, die gucken sich nicht an. Das sind zwei. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Gut, haben wir den anderen Zug schon im Depot drin? Wir gucken mal. Da kommt keiner ist keiner hereinkommen, da kommt keiner rein. da müssen wir nochmal gucken. Ich dachte ja, ich hätte den langen Kollegen hier bereits ins Depot geschickt. Bist du der lange Kollege? Haben wir drei Züge hier bloß? Bei der Linie? Ach nee, hier oben geht es noch weiter. Das sind aber noch die alten. Okay, allen Ernstes haben wir noch eine Dampflok auf der Linie. Auch nicht schlecht. Die läuft aber immer noch. Also, aber Fahrzeugersatz haben wir. Ja, haben wir ja gerade geändert, dass die eben nicht mehr in Doppeltraktion sind. So, jetzt haben wir die beiden rausgezogen. Die hier ist sozusagen repariert. Und bei der hier gehen wir mal gucken. Aha, das bist du. Ja, du hast aber auch eine vernünftige Länge. Okay, das passt. Aber das waren doch zwei Züge, die zu lang waren. Oder war es dasselbe? War ich so geschockt, dass ich das gesehen habe, dass ich dachte, es seien zwei verschiedene. So, du musst wieder wenden. Ne, du kannst eigentlich in den Bahnhof rein. Du kannst da hier wechseln. Das haben wir ja jetzt neu gemacht. Jetzt sind halt alle ein bisschen gepuffert aufeinander. Aber jetzt müsste das wieder klappen hier. Würde ich mal behaupten. Das Geld hat sich auch ein bisschen erholt. Da hier wieder Bewegung reinkam wahrscheinlich. Ja, ist eine Mischung aus allem. Sie standen. Zusätzlich haben wir hier doppelte Ausgaben gehabt.
weil die Züge in Doppeltraktion genommen wurden, die eh schon eigentlich relativ lang sind. Das kostet dann halt alles Geld. Gut, das hätten wir jetzt gelöst. Jetzt haben wir aber das Stahlzugproblem hier unten noch nicht gelöst. Und wir haben die andere Linie noch nicht mal gebaut. Und wir haben die Mods noch nicht angeguckt. Heiliges bisschen. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt zuerst mal ganz kurz die Mods. Ich weiß, das eilt wahrscheinlich am wenigsten. Aber ich möchte das schnell ausprobieren. Und zwar ganz einfach Folgendes. Oh ja, Moment. Oh, da fällt mir noch was ganz anderes ein. Das werden wir auch gleich noch machen. Moment. Eins nach dem anderen. Ach, das Spiel ist aufregend irgendwie. Stadtanzeiger. Ja, die waren eben auch noch. Beziehungsweise, jetzt müsste ich mal gucken, wo das war. Wenn wir, na, es ist... Ja, ist ja schön, aber... Nein, wollte ich dann doch nicht. Ich wollte hier oben gucken. Wenn ich jetzt hier bin... Dann hoffe ich, dass ich richtig bin. Wir werden es gleich sehen. Das sind die ganzen Startanzeiger und Co. Ja, ich bin genau falsch. Dann war es hier beim Gleis. Ist eigentlich auch naheliegend. Brückenköpfe. Wart ihr das? Jawohl, ihr wart das. Guck mal, das werden wir jetzt hier mal testen. Und dann werden wir das künftig bei allen Brücken machen. Wenn das funktioniert. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Warum nicht? Man muss es nur... vernünftig hinstellen, würde ich mal behaupten. Das wäre dann hier. Der nächste wäre hier. Gucken wir uns gleich an. Halt, falsche Seite. Ist aber egal, wir bauen sie auf beiden Seiten. So, reicht das schon? Wie sieht das aus? Ja, eigentlich ordentlich, würde ich meinen. Nochmal gucken. Wir machen das jetzt nur mal bei der Brücke, dann haben wir es mal gesehen und gemacht. Und dann werden wir das bei den anderen dann auch mal noch machen natürlich. Wir haben ja noch eine ganze Bergstrecke. Das allerdings, da frage ich mich dann eher, ob ich das nicht eher im Off mache. Wie spannend ist das zuzusehen, wenn ich hier diese Elemente hinsetze? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wir haben ja noch so viel anderes zu tun. Machen wir zuerst mal, oh, das Ding hier ist aber dann doch falsch. So, machen wir zuerst mal dann die wichtigen Sachen. Das ist ja dann doch eher ein Gimmick. Ne, ein Gimmick ist es nicht. Ich finde es sehr, sehr schön. Nicht falsch verstehen. Aber es ist nichts, was wir unbedingt brauchen. Oder was das Spiel unbedingt braucht, um zu funktionieren. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hat was. Ist halt eine Treppchenbildung. Aber das wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Ist aber nett. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Gut, jetzt die andere Mod. Für die gehen wir nochmal nach Lechten. Denn Lechten ist, ja, für mich das Städtchen schlechthin. Vor allem jetzt, wo die Züge wieder fahren. bist du echt nicht... Nein, du bist einzeln. Jetzt habe ich hier irgendwie Paranoia, dass jeder Zug, der kommt in doppelter Aktion, irgendwo rumfährt. Wir haben hier unten noch Folgendes. Ich muss mal gucken, wo. Das ist wahrscheinlich eher hier. Da ist er doch, Fernsehturm Stuttgart. Also wenn der nicht, guck mal, wenn der nicht perfekt hier hinpassen würde, also hierhin, dieses Städtchen in nach Lechten, die Frage ist, wohin? Wir gucken mal. Hier würde er reinpassen. Das wäre doch, ich finde, das ist eh schon ein guter Platz. Machen wir. Zack, 4 Millionen, die gönnen wir uns. So. Herzlich willkommen in Lechten. Wow, das ist jetzt schon auch nochmal ein Tüpfelchen aufs I. Zumal die Züge jetzt fahren. Windräder haben wir auch noch. Da hätten wir einen Berg. Das ist ganz klar. Das werden wir dann auch noch in Angriff nehmen. Und jetzt möchte ich mal gucken, hier ganz schnell, ob das wieder ein bisschen abnimmt. Es müsste. Hier haben wir ja Schienenersatz eingestellt bei den Schienenbussen. Da die doch ein bisschen, ja, schwach auf der Brust sind für so viel Volk, das mit möchte. Belädst du dich? Ah, er ist noch am Entladen. Jetzt stockt er auf. 61. Ah. Ja, der fährt halt. Moment, wenn ich es wegnehme, sehe ich es natürlich nicht. Der fährt wahrscheinlich nach Leutenbach. Nehme ich an. Da haben wir da das Problem. Genau. Nicht so viele Leute wie hier warten. Die möchten nicht alle nach Leutenbach. Die möchten in die andere Richtung. Aber das können sie ja. Sobald er zurückkommt, fährt er in die andere Richtung. Gut, haben wir
im Grunde soweit, glaube ich, jetzt gelöst. Jetzt gucken wir nochmal hier unten das Stahlwerk. Das hat jetzt auch ein bisschen Zeit, ja, um noch weiter Stahl zu produzieren. Man sieht, ich wollte eigentlich sagen, um zu überlegen, ob es uns wieder dienen möchte oder nicht. Es möchte. 121. Gut, wir kaufen uns diesen Zug und setzen den auch noch auf diese Linie. Da wird jetzt aber die Priorität sein. Die kreuzen hier gerade, dass er Stahl befördert. Ah, jetzt ist doch noch einer im Depot. Den habe ich vorher nicht gesehen. Gut, dann wird einmal gelöscht und zugewiesen. Hier unten, Regio. Okay, dann passt's. Jetzt möchte ich, sicherheitshalber, würde ich doch nochmal schnell nicht nur sichtbar kontrollieren, ob wir hier tatsächlich nur noch einfache Traktion haben. Oder ob wir hier doppelt haben. Nein. Jetzt passt es wieder. Da bin ich ja beruhigt. Heiliges bisschen. Was für ein Fehler. Aha, du warst hier? Ja, guten Tag. Ist ja nett. Das dachte ich gerade, jetzt spinne ich völlig. Warum kommt jetzt der Zug da raus? Ja, okay, der ist halt hier unten ins Depot reingefahren. Das andere Depot oben würde ich mal noch stehen lassen. Wenn uns das im Weg ist, nehmen wir es weg. Also da das Railbock-Depot. Und jetzt, ja gut, wir können trotzdem einen Zug kaufen, auch wenn hier im Moment gerade ein bisschen Blockade herrscht. Dann nehmen wir, ich würde sagen, damit wir kein Gehege bekommen hier irgendwie mit Tempo und Co., nehmen wir doch glatt nochmal diese gelbe Lokomotive. Ich gucke aber nochmal schnell, was die kostet und was die für ein Tempo macht. Na, gelber Kollege, gelber Riese, Biene Maya, wie auch immer. Warum bist du zu unterst? Warum? Da ist er doch. Ja, können wir bezahlen, macht 100 km/h. Wobei, wir haben Gleis für 120. Was machst du? Grenzüberschreitender Verkehr, Frankreich, Belgien. Speziellen Dreh, irgendwo müsste doch stehen, was, wozu das Ding da war. Nein, steht nicht. Aber okay, ich würde mal sagen, kann man auch mehr Systemlok, steht ja eh da. System im Sinne von, was transportiert wird oder im Sinne von, ja, ist ja egal. Wir nehmen die mal. Die macht 120. Das ist nicht schlecht. Und jetzt bei den Wagen, wie gesagt, primär Stahl. Was haben wir hier für schöne Wagen? Da haben wir doch Stahl. 120 km/h. Okay. Einmal 15 Einheiten. Haben wir vielleicht noch irgendwie einen Wagen, der mehr transportiert, dass er doch auch um die Kapazitäten geht? Eisenerz, Schlacke. Ja. Was machst du? Getreide und Schlacke. Waren. Getreide, Lebensmittel, Getreide, Lebensmittel. Das sind die Tankwagen. Und hier kommen dann die Eltern wieder. Die Älteren. Auch kein Stahl. Aha. Kohle, Eisenerz. Auch kein Stahl. Ja, das sind die alten Wagen. Die können wir weglassen. Ja gut, dann nehmen wir eben doch die. Transportieren die echt keinen Stahl? Nein. Ich dachte, ich muss nochmal gucken. Man kann sich auch mal verlesen. Wenn man es schafft, eine Doppeltraktion als Fahrzeugersatz zu installieren, dann kann man sich auch mal verlesen. Boxcar. Nein, gut. Auch kein Stahl. Auch kein Stahl. Da kann man gucken, solange man möchte. Sind dann doch die hier unten. Ach, die hier. Okay. 18. Das wäre nicht schlecht. 160 wäre auch okay. Kosten aber gleich 1 Million. Da haben wir Baumstämme. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch von denen welche mit Stahl. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das ist ja ordentlich. Und dann nehmen wir nochmal... Moment, wo haben wir die weiter unten? Da blinkt es doch allen Ernstes schon wieder. Stahl. Wir nehmen nochmal einen solchen dazu. Und jetzt nehmen wir aber, damit wir nicht leer fahren, in dem Sinne, noch... Oh, tütüt. Okay. Oh, neuer Güterwagen. Okay, der ist jetzt hier noch nicht geladen. Aber wir nehmen jetzt noch so einen dazu. Für Eisenerz. Damit wir eben nicht leer fahren, dann haben wir immerhin noch 16 Einheiten und dann bräuchten wir noch Kohle. Das wäre hier 120.
Kohle. So, und jetzt weisen wir den zu. Linie zuweisen. Das wäre dann Erz, Kohle, Stahl, Kossa. Okay, und jetzt sollten wir da unten das Problem mit dem Stahlabtransport eigentlich soweit in den Griff bekommen. Schauen wir mal. Schöner Zug. Passt gut auf unsere Linie. Und die Wagen natürlich auch. Aha, leer. Ja, aber die werden ja beladen. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Das müssen wir uns da mal noch ansehen, wie das aussieht, wenn die beladen sind. Das sind ja die Stahlwagen. Nett. Und der hat freie Fahrt. Das ist auch schon mal gut. Und der ist jetzt fast ein bisschen länger wie die anderen. Ja, wobei, wir haben alle ungefähr gleich viele Wagen. Das passt schon. Gut. Heiliges bisschen. Jetzt haben wir hier aber ordentlich was zu tun gehabt. Ich möchte noch mal kurz nach hier oben gehen. Nicht, dass sie schon wieder stehen, aber eben das System funktioniert eigentlich schon. Es dürfen nur nicht Züge sein, die kein Ende haben. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Man sieht ja jetzt auch, die fahren da schön aneinander vorbei. Der ist sogar voll und der wird jetzt Leute mitnehmen hier, wenn die in die andere Richtung wollen. 421, das gucken wir noch schnell, bevor wir nochmal zurückgehen. Wir haben da noch eine Strecke angefangen. Die möchte ich dann auch mal noch zu Ende bauen, aber hier am Bahnhof fühle ich mich eigentlich eh immer wohl. Da links sehen wir den Fernsehturm, unsere neueste Errungenschaft. Die passen doch so schön in den Bahnhof rein. Die müssen doch nicht doppelt so lang sein. Heisi. Eieiei. So. Er lädt ab und jetzt lädt er auf. Und da kommt eine Dampflokomotive. Ja, ja, der ist voll. Voll beladen. Und die geht dann wieder erstmal nach Leutenbach. Gut, das scheint hier wieder halbwegs zu laufen. Wenn wir hier die Leute nicht wegkriegen, gibt es neue Züge, weitere Züge. Die Kapazität hier von dem ist ja schon okay. Diese 165, würde ich sagen, die passen. Gut, zurück. Hier stehen sie auch. Irgendwie kann es sein, dass, boah, dass hier die Personendingens angezogen haben bis zum geht nicht mehr. Oder steht hier auch jemand? Interregio Flintbeck Anna. Was bist du für einer? Naja, du gehörst eigentlich genau dazu. Ist halt die Kapazität von 70 Leuten ist da nicht so der Bringer. Wo sind die anderen Kollegen? Die fahren hier gerade lang. Auch voll. Auch voll. Haben wir hier auch so einen? Boah, hier haben wir tatsächlich auch. Guck mal, da stehen auch so viele. Was haben wir jetzt gerade? Ein Autosave oder ein Hänger? Hier stehen tatsächlich auch so viele Leute. Okay, da sind halt auch noch Schienenbusse. Okay, genau. Aber an denen liegt es nicht. Ist schon die Flintbeck-Anna-Strecke, die hier nochmal einen Zug vertragen würde. Oder dann halt einen mit mehr Kapazität. Was haben wir hier für einen Ersatz? Ist das der? Das ist eigentlich der. Der kann 70 Leute transportieren. Wisst ihr was, wir werden hier mal ganz kurz den Fahrzeugersatz ändern, aber eigentlich nur die Wagen. Die Lok, die ist ja soweit okay, würde ich mal meinen. Wagen, und dann nehmen wir wirklich auch halt die gleichen wie da oben, die so eine fette Kapazität haben. Die hier. Ja, kosten auch entsprechend, aber eben, das lohnt sich eigentlich schon. Das ist halt, oder wer hatte hier unten, hatte doch noch jemand irgendwie so eine so eine hohe Kapazität, so eine Möglichkeit. Oh, da kommen schon die Güter. 17. Ja, nee, wir kommen hier nicht an diese 33 ran. 15. Ja, gut. Dauert zu lange. Das ist der Fake. Genau, dann brauchen wir den hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann haben wir wieder die 165. Dann passt das. So, hier auf Ja. Dann haben wir das. Sonst fahren die hier immer voll beladen rum und trotzdem die Leute am Bahnhof, die warten sich die Füße in den Bauch. Das kann es auch nicht sein. Gut, hätten wir das auch soweit angegangen. Gelöst schon fast. Hoffentlich zumindest. Wir gehen zurück zum Thema Schienenbau. Also, hier eine Brücke. Wir haben wieder 60 Millionen. Wir können uns das eigentlich leisten. Eben, wir haben gesagt, welche. Warum nicht die? Da haben wir die andere. Ja, wir machen mal die und ziehen das. Ich meine, viel Baum müssen wir hier eh nicht mehr. Wenn wir hier im Gleis drin sind, dann haben wir es eigentlich. Wie sieht das so aus?
eigentlich okay. Warum wir hier auf 143 runterbremsen, ist mir aber ein Rätsel. Das muss dann doch nicht sein, deswegen 280, 200 reicht schon, für einen Güterzug reicht das. So, jetzt, ja, 300, 200, okay, gekauft. Und dann wollen wir hier ins Gleis rein. Ich weiß nicht, welches Gleis das ist. Haben wir das schon zweigleisig? Nein, das machen wir noch zweigleisig. Damit wir da wissen, was wir machen müssen. So, dann hier noch den Zug rauf nachher. Eben, da würde ich gucken, da machen wir den schnellsten Güterzug, den wir machen können. Da werden wir gucken wegen Lokomotive, wird aber primär um die Wagen gehen. So, stimmt das? Nein, das stimmt natürlich nicht wirklich. So wird es stimmen. 100. Kriegen wir das noch ein bisschen schneller hin? 140. 170, das müsste reichen. Okay. Wow, das ist aber eine schnelle Weiche. Hier runter gehen mit 150, also mit 160 ist auch okay. So, hier verbinden wir es. Dann hätten wir das eigentlich soweit schon. Eben hier unten, wir benutzen den gleichen Weg. Jetzt fehlt nur der Güterbahnhof. Oder wir laden halt tatsächlich irgendwie die Lebensmittel hier an diesem Bahnhof ab. Wo ist der denn? Oder beziehungsweise haben wir hier... Ja, guck mal, das würde gehen. Dann lassen wir das bleiben hier tatsächlich für einmal mit dem Güter... Warum gucken die sich jetzt hier an? Mit dem Güterbahnhof? Wir laden das hier ab. Das müsste gehen. Wir können das mal testen. Wir müssen nicht mal LKWs installieren. Die gucken sich schon an hier, die beiden. Was ist denn mit euch los? Du bist wieder falsch. Warum bist du denn falsch? Was soll das denn? Aber eigentlich fahren könntest du trotzdem. So, geh mal rein. Wende. Nee, kann nicht fahren. Aha. Hat der keine Weiche? Ist halt eben, das ist jetzt wieder genau das Gleiche. Wir haben natürlich nicht gebaut dafür, dass wenn sie falsch fahren, wenn sie ins falsche Gleis reingehen, dann kommt er sozusagen nicht mehr zurück. Dann müsste er das linke Gleis da benutzen. Naja, gut, wir gucken mal, ob wir hier auch neue Weiche hinkriegen. Irgendwie muss man hier tatsächlich auch daran denken, dass man für verirrte Züge noch baut. Offensichtlich, sonst geht das nicht. Gut, da oben blinkt schon wieder. Ich weiß, der Tischeweg kommt. das geht nicht, aber hier werden wir rüberkommen. Würde ich mal meinen. Jawohl. Okay, wie sieht es jetzt aus? Und schon nimmt er die Fahrt auf. Hier haben wir, ui, voll besetzt. Und auf dem Rückweg auch voll besetzt. Gut, sehr gut, das bringt Geld. Das ist bestens und die können jetzt auch wieder fahren. Ist ja schon interessant. Aus irgendeinem Grund fährt der da ins falsche Gleis rein und kommt da nicht mehr raus. Und dann stehen sie hier eben auch. Das kostet halt auch wieder Geld. Jetzt sind wir aber schon wieder bei 70 Millionen. Gut, wir haben gesagt, wir machen jetzt dieses Experiment. Dann machen wir das. Das heißt, wir müssen hier bei dem neuen Streckenabschnitt die Signale noch setzen. Ansonsten hätten wir es. Also es ist, ja, eigentlich ist es nicht mal ein Experiment, wenn man es genau nimmt. Das wird funktionieren. Das wissen wir inzwischen. Es geht ja bei den Flugzeugen und LKWs auch. So, geht wieder nicht. Ist doch völlig top eben gerade. Doch, es geht. Gut. Signal. Nehmen wir das. Das wäre dann einmal hier. Und einmal hier vorne. Haben wir wieder den Abstand. Dann können wir hier eigentlich ganz frech auf der Brücke welche machen. Und hier müssen wir dann. Und zwar einmal hier. Und einmal... Ja, da haben wir das Signal fast ein bisschen zu weit vorn. Das werden wir ersetzen. Das hier. Durch das, was wir da jetzt hingestellt haben. Dann gucken. Hier in die Richtung. Brauchen wir es hier. Dann ist das hier falsch. Falsch geworden dadurch, dass wir jetzt ein neues Signal gesetzt haben. Vorher war das natürlich für sich genommen richtig. Dann haben wir die nächsten Signale da vorne. Das passt. Hier fehlt noch das Gegensignal. Das wäre dann das da bei der Brücke. Das ist mir ein bisschen zu weit weg. Das machen wir hier vor die Brücke. Okay, jetzt hier der Teil ist eh schon wieder fertig. Ja, ist eigentlich alles fertig. Wir gehen ja da unten
in den Bahnhof rein. Wir müssen mal gucken, welches Gleis wir nutzen. Das werden wir gleich sehen. Wir machen die Linie. Das wäre eine neue Linie. Machen wir zu. Von hier hinten. An der Lebensmittelfabrik. Nach da unten. Mal gucken, was das Spiel macht. Aha, es nimmt dieses Gleis und wir schauen mal, wie sieht das hier aus. Nicht sehr clever. Nein, definitiv nicht sehr clever. Warum das? Komisch, sonst macht das Spiel das ja immer relativ vernünftig. Kommen sie da sonst wieder nicht mehr rüber, weil die Weiche fehlt? Ich sehe es natürlich jetzt nicht, wenn die Linien drauf sind. Das kann sein. Irgendeinen Grund wird es haben, wenn wir hier rüber wollen. Oder sogar hier rüber. Müssen wir noch die Möglichkeit geben zu wechseln. Aber man kann ja eigentlich hier auf der Brücke auch eine Weiche machen. Doch, wir haben eine Weiche. Guck mal. Hier. Aha. Naja, gut. Moment. Jetzt habe ich alles zugemacht. Das wollte ich nicht. Wir machen dann wieder nur sichtbar. Dann haben wir hier die Linie 1. So, und jetzt werden wir die irgendwie hier rüber nötigen. Und zwar mit einem Wegpunkt. Mal gucken, ob es funktioniert oder ob dann die Linie weg ist. Wir werden es rausfinden. Ja, ist wieder weit, weit weg. Da. Einmal Wegpunkt und dann wäre das vor Ruppach, also nach Annaberg. Wollen wir bitte hier lang. Aha, geht auch. Gut, dann haben wir das nämlich getrennt hier, dass die sich nicht gegenseitig behindern. Und diese blaue Linie, das ist eine andere. Das müsste die TGW-Linie sein. Wir können hier ja mal die Farbe ändern, damit wir ganz sicher sind. Machen wir mal gelb. Ja, passt. Und dann haben wir hier zwei Gleise. Das wäre dann Lebensmittel für Düdüt. Nein, für Ruppach. Mal gucken, was daherkommt. Neue Lokomotiven. Aha, Wright Streetcar. Was ist das denn Schönes? Sachen gibt's. Okay. Moment. Was haben wir hier? Lebensmittel, nicht Lee. Lebensmittel ums Mikro rum. Rup. Bach. Sehr schön. Hätten wir. Dann können wir eigentlich einen Zug kaufen oder die Züge im Depot. Hier haben wir in dem Sinn kein Depot. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Wir haben ja hier oben eins bei der Lebensmittelzentrale. Eins, das dieses Gleis auch versorgen sollte. Das war hier. Das Gleis brauchen wir eigentlich nicht. Das führt dann in die Stadt, die schon Lebensmittel hat. Das wussten wir ja aber noch nicht. Also jetzt einen möglichst schnellen Güterzug. Ist eigentlich von der Lokomotive her egal. Wir müssen auf die Wagen achten. Wir transportieren Lebensmittel. Also, wir brauchen den schnellstmöglichen Lebensmitteltransportwagen sozusagen. Das wird nicht hier oben sein, sondern ein bisschen weiter unten. Da haben wir schon mal keine Lebensmittel. Hier auch nicht. Das sind die Kesselwagen. Lebensmittel 120. Okay. Merken wir uns mal. Wo haben wir weitere Lebensmittel? 80, das können wir da vergessen. 80. Ja, ich denke mit den 120 hier 160. Okay, wow, gut. Kosten aber auch fett. 1,2 Millionen. Dann wäre der hier der Favorit im Moment mit seinen 160. Auch 160, auch 160. 120. Auch 160, auch Lebensmittel. Okay, die hier unten, die können wir eigentlich alle nehmen. Die nehmen hier Stahl, Stahl und der nimmt alles mögliche, aber nicht was wir wollen. Also sind es die hier oben. Gut, die nehmen wir. Nochmal kontrollieren, das wäre genau der falsche gewesen. Hier 160. Lebensmittel einmal, zweimal. 120. 160, also nehmen wir den. Lebensmittel. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann nehmen wir noch so ein. Der macht ja auch 160. Lebensmittel kaufen. Kontrollieren. Okay, passt. Was noch fehlt, ist Kollege Lokomotive. Irgendeine Lok, die wir bezahlen können.
die 160 aufs Gleis bringt. Da haben wir schon eine. Wieder die Gretchenfrage. Dienstgestellt, sie wird in allen Personenverkehr eingesetzt. Das ist vorwiegend regional. Ja, ist halt wieder. Nicht wirklich eine Diesel, nicht wirklich eine Güterlok. 9 Millionen. 110 ist sie rausgefallen. 160, wie gesagt, brauchen wir. 120. 120. Haben wir hier nichts, was irgendwie 160 auf die Gleise bringt, was wir bezahlen können? 140. 140. 160. Deutsche Bahn BR114. Das nehme ich mal an, müsste auch für Güterlokomotiven machbar sein. 10 Millionen. Sollen wir uns das mal gönnen? Wir gönnen uns das mal. Die verdient ja auch was, die Lokomotive. So, die brauchen wir aber gleich doppelt. So, da kann man zugucken, wie das Geld weniger wird. Aber die sollten das jetzt auch wieder reinholen. Lebensmittel Ruppach. So, sehr schön. Die Gleise haben wir modifiziert. Die hier vorne sind ab da dann auch Schnellzuggleise. Das gucken wir noch schnell. Er kann aber noch nicht raus. Okay, gut, liebe Leute. Ich würde sagen, das nehmen wir zum Anlass. Wir machen einen Break. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Dann begleiten wir diesen Zug auf seiner Schnellzugstrecke sozusagen. Der schnellste Güterzug, den wir im Moment haben. Und ja, da werden wir natürlich mitfahren. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Bis dann. Tschüss.